Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Wars Outlaws mit mir, dem Jan. Jetzt suche ich hier den Punkt. Solche Angebote bekommt man nicht jeden Tag. Liegt da hin, vielleicht was? Hätte das Imperium diesen Dreckstamm nur nie gebaut. Ignoriere sie einfach, nix. Schon schön hier aus. Sieh da! Rekrutierung in der Kantine. Interessante Entscheidung. Das Imperium sieht überall Potenzial. Nehmen Sie mich zum Beispiel. Ich stamme aus einem üblen Dreckskaff. Konnte nicht mal meinen eigenen Namen schreiben. Und das haben Sie dann gelernt? Jetzt habe ich eine wichtige Rolle. Bewirke etwas. Noch können Sie sich einschreiben, bevor wir die Rekrutierung für diese Saison beenden. Die beste Gelegenheit. Wirklich? Na, wer kann schon zu einer Gelegenheit Nein sagen? Werden Sie Teil von etwas Größerem. Und wenn Sie schon mit Blastern umgehen können, kriegen Sie eine Einschreibeprämie. Die beste Entscheidung, die Sie je treffen werden. Ja, bestimmt. Bei Interesse melden Sie sich bei der Landeplattform. Sie können die Schlange nicht übersehen. Sag Bescheid, wenn dich irgendwas interessiert. Weltraum kommt zum späteren. Mach's gut. Da ist die Bar. Da ist wieder so ein Pferderennen. Oh, das gefällt mir. Ich glaube, da komme ich noch nicht rein. Was ist das denn? Komme ich hier rein? Da will ich aber nicht durchkommen. Okay. Dann reden wir mal. Wenn du wegen des Sabacc-Turniers hier bist, kommst du zu spät. Was? Nein, ich muss deinen Boss sprechen. Nur zu. Surat ist gerade hinten. Danke.
Wird hier viel Sabak gespielt? Es sind ein paar Profis in der Stadt und jeder in Myra will es mit ihnen aufnehmen. Gut zu wissen. Hey, Jaylen, bist du da? Ich werde gleich Sura treffen, aber ich muss ihm irgendwas anbieten. Warum bietest du ihm nicht Gewürze im Austausch für Informationen zu deinem Freund? Oh, ja, das könnte klappen. Betrachte es als Investition und pass auf dich auf. Okay. Jetzt gehe ich da hin, wo ich gerade war, okay. Hey, ich muss noch schnell zu Surat. Klar, viel Glück. Oh, Griff. Wer ist das? Jemand, der mich hintergangen hat. Und jetzt raus. Warte, ich habe etwas, das dich sehr reich machen könnte. Ich brauche nur ein paar Informationen. Welche Art Informationen? Ich suche einen Rodianer namens Gedeek. Ich brauche nur einen Ort. Sprich weiter. Ich habe 2 Lieferungen Sansana-Gewürz. Sie gehören dir, wenn du mir sagen kannst, wo Gedeek ist. Verstehe. Abgemacht. Du findest einen Rodianer in einer imperialen Forschungsstation, falls das Huttenkartell ihn nicht schon eliminiert hat. Was? Wieso? Was hat er getan? Frag ihn doch, falls du zuerst ankommst. Es ist mein Bruder. Was? Der Mann in dem Tisch. Er hat mir ein Auge genommen. Also habe ich ihm alles genommen. Ja. Ich sehe die Ähnlichkeit. Okay. Hey, Andy 5, Jaylen? Ich habe einen Tipp zu Gedeek bekommen. Er arbeitet in einer imperialen Forschungsstation. Ein Imperialer? Dann lassen wir das lieber. Gedeek hatte keine Wahl. Es hieß Dien oder Gefängnis. Sollten wir sonst noch was wissen? Er hat sich ein paar Feinde auf Akiva gemacht, aber darum kümmere ich mich. Mach das, Kay. Das alles hat mich schon genug gekostet. Nur für die Akten. Das ist eine schreckliche Idee. Ja, gut, ist egal. Ich mach das schon alles. Irgendwo in Myra gibt es ein Skabak-Spielesaal mit hohen Einsätzen. Ist die Karte gut? Ich dachte, das ganze Teil, aber hier geht's ja nach hier hinten. Uff. Bike-Syndikat, ja, ist nicht so toll. Crimson Dawn bin ich mittlerweile bei gut wieder angekommen. Sammeln Objekte. Das Alcazar ist meine Lieblingskneipe. Der Besitzer ist ein Idiot, aber man kriegt dort immer gute Informationen. Und in diesem Geschäft kommt man ohne Informationen nicht weit. Okay, Ausrüstung, Inventar. Okay.
Aber wo soll denn hier ein Geheim? Sie. Ihre Kleidung sagt Regierung. Wird das was Offizielles oder eher still und leise? Eher Grauzone. Ich brauche Hilfe beim Kauf eines Kampfdroiden. Für Akivas kleinste Droidenarmee? Zum Personenschutz. Ich gebe Ihnen den Kaufpreis und ein bisschen was obendrauf. Eine Art Maklergebühr. Wenn Sie das Geld haben, warum kaufen Sie ihn dann nicht selbst? Die Droidenbranche wird auf Akiva von den Hutten kontrolliert. Da ich zur Regierung gehöre, kann ich nicht offen mit ihnen handeln. Das wäre missverständlich. Gezahlt wird im Voraus, dann machen wir das. Der Droide soll zu diesen Koordinaten geliefert werden. Okay, aber das ist ja immer noch nicht hier der Bug. Wenn du glaubst, diese Profispieler würden dich jemals mitmachen. Komm schon, ich bin gut im Sabak. Ich kann mit den reichen Zockern mithalten. Du kapierst es nicht. Die Spieler in diesem Kellerclub sind Legenden. Die Besten der Galaxis. Glaub mir, du hast mehr Glück, wenn du auf Glückswürfel wettest. Nie unterstützt du mich. Weißt du das? Ja, ich könnte ja hier eine Runde spielen. Ach, 15 Einsatz. Erhalte 2 Schub zurück. Wer ein Spieler, der gerade hält, er muss 3 Schub. Mal gucken. Ich zeig euch mal, wie man das macht. Vielleicht habe ich ja mehr Glück als letztes Mal. Nein. 5 und 5. Na dann. Ich halte. Nenolia. Kingpa Nenolia. Ich passe. Ji Anyapa. Atima. Das Akise. Nobata. Gininolia. Halte. Eniki. Kisei. Pa. Agua. Pa. Sabak. Bankika, Yayuyana. Bola un Yayuyanasa. Kurisa. War ja einfach. Nenolia.
Komm schon. Ha. Ha. Neue Karte. Uff. Eniki, Nanolia. Jagua. Erstmal halt. Ich hab hier was für euch. Und dann ziehe ich jetzt nochmal. Gib mir was Gutes. In der Hoffnung, dass ich eine 3 bekomme. Ich hab kein Glück. Ja, toll. GT Sabola. Ich hab einen Wurf. Nicht verarschen. Ich ziehe eine Karte. Nimm das. Mikito. Halten. Eniki, Kise. Eniki, Nanolia. Ja, halte. Nanolia. Sasabak. Immer her damit. Jetzt hat die nur eine. Neue Karte. Willst du mich eigentlich hier verarschen, Spiel? Ah.
Hochstapler her. Ich würfel keine 2, ne? Und somit habe ich verloren. Alter, ey. Oh. Niki, Yayu Yanasa. Ja, der hat gewonnen. Rancha, Sabak, Kimpa. Ah, ey, ich verliere nur noch. Warum verliere ich nur noch? Jeden Schmied. Hey, ich suche nach einer Freischaffenden. Was willst du? Hab gehört, du bist freischaffend. Dich mit den Hutten aus. Ja, die kenne ich ganz gut. Worum geht's? Die Hutten haben Überwachungsdaten über die Regierungsbeamten von Myra. Die brauche ich. Interessant. Wo finde ich die Daten? In den Bereich ihres Viertels dürfen nur Mitglieder. Du musst einen Weg reinfinden. Ist gut. Ich sehe, was ich tun kann. Mal hier Musikbox. Du nicht. Warum nicht? Privates Spiel. Oh nein, ich will nicht spielen. Surat Nuat hat mich geschickt, um sicherzustellen, dass alles seine Ordnung hat. Keine Kriminelle. Oh, nein, ich meine, ich gehöre nicht zu Surat. Mag ihn nicht einmal. Der hat mal versucht, meinen Freund zu töten. Mir egal. Nur für Profispieler. Profispieler? Warum sagst du das nicht gleich? Ich hab die Meisterschaft im Kanto Grand gewonnen. Hab Mod Mazdo in 3 Runden von der Platte geputzt. Ah, dann geh halt rein. Danke. Halt rein. So verlieren. Suchst du jemanden? Ja, einen ziemlich guten Sabak-Spieler. Weißt du, wer das hier sein könnte? Ach, mit denen willst du nicht spielen. Sind zu alt. Weißt du, ich war im Kanto Grand, hab dich aber nicht gesehen. Ach ja? Dann musst du mich wohl verpasst haben. Nein, an dich hätte ich mich erinnert, Kay Vass. Lando Calrissian. Und? Bist du ein Kopfgeldjäger oder so? Hast du es auf mich abgesehen? Immer mit der Ruhe. Ich hab noch mehr auf dem Kerbholz. Und was willst du dann? Du hast mit Crimson Dawn auf Kijimi zu tun, oder? Nun, ich hab was Wertvolles an ihrem Sabak-Tisch verloren und ich will es zurück. Wenn das was mit Kira und mir zu tun hat, wir sind nicht gerade Freunde. Du musst nicht in den inneren Kreis, Wes. Du musst nur ins Spiel rein. Erledige das für mich? Und ich zeige dir ein paar Tricks.
Leg ein paar Kredits drauf und ich mach's. Zu so einer Charmeurin kann ich nicht Nein sagen. Profizocker. Gut, da haben wir auch Lando getroffen. Und den wir spielen müssen, aber ich habe zurzeit irgendwie eine Pechsträhne. Essen, ne? Irgendwas riecht hier lecker. Das könnte ich jetzt vertragen. 211.000. Oh, eine Curado-Obstteller, bitte. Geduld, Kumpel. Oh, ist das nur eine? Lass uns essen. Wow. Schnapp sie dir nix. Mal rechts und mal links, ey. Gut gemacht. Nein, du. Mit der Pfote. Ja, genau so. Dann legen wir mal los. Magst du lieber die Curado oder die Kapuppi fliegen? Verwechsel immer links und rechts, ey. Kann nicht sein. Das ist lecker. Die Kapuppi-Fliegen habe ich nicht erwartet, aber das war gut. Dankeschön. Gegeben. Wieso sind es jetzt plötzlich 500? Höhere Steuern. Entweder
entweder ich gebe die weiter oder ich gehe pleite. Ha, Betrügerin! Du willst es doch nur schamlos ausnehmen! Ich glaube nicht, dass wir den Transport noch rechtzeitig erreichen. Wir könnten durch den Dschungel abkürzen. Hier geht's raus. Aber hier kann ich meinen Speeder. Ich habe so viele Ersatzteile, ich könnte einen ganzen Gleiter daraus bauen. Erhöhte Geschwindigkeit. Kernaufguss. Verringert den Schaden durch hartes Landen oder stellt bei einer perfekten Landung einen kurzen Geschwindigkeitsschub. Erhöht die Beschleunigungsrate. Ich weiß ihr Vertrauen zu schätzen. Puppenkette. Geht's nicht rein. Dürftig, okay. Würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ciao.